Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ein Video über das Thema Wer ist Zilla gemacht und das Video kam extrem gut bei euch an. Auch die Resonanzen von den Leuten, die wirklich sagen, ey, Zilla ist eigentlich ein ziemlich geiler Charakter vom Modell her und auch Roland Emmerichs Godzilla ist eigentlich ein ganz geiler Godzilla. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Es gab ein paar Kommentare auch, mit denen habe ich gerechnet, klar, die dann wieder aus der Reihe gefallen sind und, naja, keine Ahnung, sich dann so übertrieben künstlich über diesen Godzilla-Film aufregen, wo ich mir denke, es ist ein Film, der halt vielleicht nicht ganz gut war oder dir nicht gefallen hat, aber chill. Aber im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, dass Godzilla von Roland Emmerich doch irgendwie einen Platz in den Herzen von den meisten bekommen hat. Aus diesem Grund habe ich mich mit dem Thema mal ein bisschen mehr befasst und wollte eigentlich ursprünglich mehr Hintergrundinformationen über den allerersten Zilla-Film oder eben Godzilla-Film für euch herausfinden. Das Video wird auch noch kommen, allerdings bin ich dann bei der Recherche darauf auf wirklich offizielle Pläne zu Godzilla 2 und 3 von Roland Emmerich gestoßen. Ich habe euch die Quellen zu der ganzen Nummer jetzt hier mal unten in die Beschreibung reingesetzt, da könnt ihr gerne mal nachgucken. Das Ganze ist eben wieder auf Englisch, allerdings rede ich jetzt hier mit euch auch mal über das, was ursprünglich geplant worden ist in der Roland Emmerich Godzilla Trilogie und warum die auch abgesagt wurde. In diesem Sinne, ihr Lieben, fangen wir jetzt an. Viel Spaß mit dem Video. Unter anderem will ich hier erstmal mit einem Gerücht aufräumen, das mir eine Person von euch geschrieben hat. Ein Gerücht, bei dem ich mir erst gedacht habe, okay, krass, das wusste ich so noch überhaupt nicht. Und dann kam eben raus, nee, ist auch einfach nicht richtig gewesen. Und das klären wir jetzt einfach hier zu Beginn des Videos, damit sich dieses Gerücht nicht irgendwie weiter verbreitet, weil es ist eben einfach falsch. Und zwar wurde hier geschrieben, dass die Godzilla-Fortsetzung Godzilla 2 aufgrund dessen abgebrochen wurde, dass wir 2001 den Terroranschlag in den USA gehabt hatten. Der Film wäre also angeblich schon in Produktion gewesen. Das Ganze wurde dann allerdings abgebrochen, eben wegen dem besagten Terroranschlag. Ja, und da muss man eben sagen, nein, das ist falsch. Also so ist das Ganze nicht passiert. Tatsächlich gab es aber bereits Pläne für Godzilla 2 und 3 von Roland Emmerich. Und wie wir alle wissen, wurde das ja nicht wirklich umgesetzt. Wir haben die Animationsserie bekommen. Ja, das war allerdings nicht zuerst der grobe Plan gewesen. Emmerich hat sich tatsächlich zusammen mit der gesamten Firma extrem darauf verlassen, dass dieser Godzilla ein Hit wird und sich in die Beliebtheit der damaligen Zeit zwischen die Filme Titanic und Star Wars Episode 1 einreihen würde. Sowohl was das Finanzielle als aber auch den Erfolg bei den Kritikern angeht. Aus diesem Grund gab es bereits erste Skripte und Drehbücher für Godzilla 2 zumindest. Für den dritten Teil gab es dann eben nur so ein paar Ideen, was da hätte passieren sollen. Allerdings ging man eben von vornherein von einer Trilogie aus, was jetzt auch Sinn ergibt, dass der Film eben so ein offenes Ende hatte. Und ja, Godzilla 1 war tatsächlich an den Kinokassen nicht unerfolgreich und galt auch nicht offiziell als Flop. Warum also gab es dann im Endeffekt keinen zweiten Teil? Naja, weil die Resonanzen zum Film derart schlecht gewesen sind, dass das Filmstudio damals gesagt hatte, wir kürzen euch das Budget, das wir euch für einen zweiten Teil noch in die Hand drücken würden. Daraufhin hat Roland Emmerich hingeschmissen und sich eben darüber beschwert, dass so seine Kreativität sehr stark eingeschränkt würde. Und da muss man wirklich sagen, man kann Emmerich vielleicht viel vorhalten, dass er eben auch, naja, immer dieselben Filme macht, nur im anderen Gewand. Allerdings kann ich es da irgendwie nachvollziehen, dass man eben sagt, okay, allerdings kann man da auch nachvollziehen, dass man eben sagt, okay, je nachdem, wie viel sie eben bekommen hätten, so kann ich da keinen gescheiten Film draus machen. Denn wie wir Roland Emmerich auch kennen, muss eine Fortsetzung immer größer, gewaltiger und krasser werden. Noch dazu war der Flop von Godzilla von Roland Emmerich bei den Kritikern ebenfalls noch ein Schock für das Studio gewesen, da Emmerich ja selbst noch für vielleicht seinen besten Film, meiner Meinung nach, Independence Day bekannt und eben auch gefeiert wurde. Das Studio hat also quasi diesem Mann eine Trilogie versichert und ist danach aber abgesprungen, nachdem Godzilla 1 bei den Fans und Kritikern eben nicht gut angekommen ist. Daraufhin haben wir dann erst die Animationsserie bekommen, die wir eben auch alle kennen und ganz ehrlich auch lieben. Also die Kinderzeichentrickserie und die ist auch wirklich gut. Allerdings habe ich jetzt die Aktauszüge von Godzilla 2 und eben die Idee von Godzilla 3 gelesen. Und ich muss wirklich sagen,
Das wäre schon echt geil gewesen. Also die Idee hört sich schon echt nicht verkehrt an. Denn tatsächlich wollte Roland Emmerich im zweiten Godzilla-Film dann auch endlich einen Kaiju-Widersacher für Godzilla mit einbauen. Zu dem kommen wir aber gleich noch. Denn zu Beginn hätte der zweite Akt nämlich mit Nick hätte im zweiten Film nämlich mitbekommen sollen, dass Wissenschaftler auf der gesamten Welt sich die verschiedenen Einzelteile von Godzilla hin und her schicken und die eben auseinandernehmen, um damit Forschung zu betreiben, um mehr über dieses Wesen herauszufinden. Aufgrund dessen hätte Nick unfassbare Schuldgefühle bekommen und wäre erneut runter in den Untergrund gegangen, um eben zu schauen, ob er dann dort noch einen überlebenden Godzilla findet. Hier wäre Nick, genau wie in der Zeichentrickserie, auf das Ei des Godzilla-Babys gestoßen. Das Godzilla-Baby wäre hier geschlüpft und wäre allerdings nicht munter und tough gewesen, wie eben in der Zeichentrickserie. Nein, das Godzilla-Baby hier in dem Film wäre schwach und nahe dem Tode. Nick hätte also einige Zeit im Untergrund verbracht und eben diesen Baby-Godzilla vor den Soldaten versteckt, welche auf der Suche nach Überlebenden der sogenannten Säuberung wäre. Wir erinnern uns daran, dass im allerersten Godzilla-Film von Roland Emmerich ja ganz zum Schluss die gesamten Baby-Godzillas ausgelöscht wurden. Und jetzt wollte man wirklich noch sicher gehen, dass die eben wirklich alle tot sind. Das ist jetzt ein sehr starker Unterschied zur Serie, weil in der Serie spricht Nick ja selber sogar an: Wir müssen in den Untergrund gehen und müssen sicher gehen, dass alle Godzillas ausgerottet werden. Daraufhin sagt dann aber das Militär: wir haben jetzt anderes zu tun. Der Film hätte das also ein bisschen anders aufgenommen, die ganze Situation, und Nick hätte in den U-Bahn-Schachten und im Untergrund diesen Godzilla nach und nach aufgezogen. Genau wie in der Zeichentrickserie hätte jetzt dann hier das Baby ebenfalls eine sehr starke Bindung zu Nick und auch dem Rest der Gruppe bekommen, die Nick nämlich nach und nach in das Geschehen hätte eingewiesen. Godzilla wäre allerdings unkontrollierbar schnell gewachsen, auch das haben wir später noch einmal übernommen in der Zeichentrickserie gesehen, und deswegen wurde es immer schwerer, das gewaltige Geschöpf zu verstecken. Nick hätte daraufhin also versucht, diesen Godzilla Junior, also Zilla Junior, irgendwie ins Wasser zu bekommen, dass der sich vor dem Rest der Welt verstecken kann. Das Ganze wäre logischerweise stark in die Hose gegangen. Das Militär und generell die Regierung der Welt hätten davon Wind bekommen und hätten Zilla Junior eingefangen und erst einmal unter Kontrolle gesetzt. Unter Kontrolle gesetzt ist, glaube ich, auch sau die bescheuerte Beschreibung. Sie hätten ihn eben auf jeden Fall irgendwie eingesperrt und festgenagelt. Also in dem Schriftstück ist die Rede von ausgeschaltet, aber kurz danach gehen sie eben darauf ein, dass Godzilla noch am Leben ist. Das heißt, sie haben ihn nicht getötet, sondern wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, mit einem riesigen Gitter voller Starkstrom irgendwie außer Gefecht gesetzt. Das wäre, glaube ich, der bessere Begriff. Sie haben ihn außer Gefecht gesetzt. Daraufhin hätte es ganz starke Aneinanderreibungen zwischen Nicks Gruppe, also eben den Forschern, und eben auch dem Militär geben sollen, weil jetzt die Entscheidung hätte fallen müssen: Was machen wir jetzt mit diesem Tier? Sollen wir es einfach auslöschen oder hat dieses Tier weiterhin ein Recht zu leben? Da hätte sich jetzt Emmerich erneut an dieser Jurassic Park Philosophie bedient, was er auch im ersten Film hier und da schon gemacht hat. Meine Frage hier wäre allerdings: Warum habt ihr euch die Frage nicht schon im ersten Film gestellt? Ja, zumindest die wurde ja hier und da mal aufgegriffen, aber scheinbar wäre das im zweiten Film noch wesentlich zentraler geworden als jetzt hier im ersten Film. Während Godzilla also eingesperrt ist und eben die Menschen ihre Konflikte miteinander haben und besprechen, was sie jetzt mit Zilla Junior anstellen werden, gäbe es erste Hilfeschreie in Australien, die erneut Nick auf den Plan rufen würden, da er jetzt ja bekannt wäre durch eben sein Agieren mit Godzilla selber und eben auch durch seine Forschung an den Insekten. Und das ist hierbei ganz wichtig, denn in Australien wurden plötzlich gewaltige Eier entdeckt. Aus diesen Eiern sind gigantische insektenartige Wesen herausgeschlüpft. Ob sich Emmerich jetzt hier wirklich erneut eine Interpretation eines Original-Toho-Monsters bedient hätte oder ob er hier genauso wie auch eben später im Monsterverse einfach etwas komplett Eigenes geschaffen hätte, das ist hier nicht beschrieben und bleibt auch erstmal unbekannt. Das werden wir wahrscheinlich auch nie herausfinden. Allerdings sind diese gewaltigen Insekten-Kaiju in einer Mehrzahl beschrieben und die greifen nun also Australien an und Nick soll herausfinden, wo diese Kreaturen herkommen. Naja, wer hätte es gedacht? Im Endeffekt wären auch diese Kreaturen im Endeffekt geschaffen worden, weil es eine Queen gegeben hat. Ein Insekt, welches durch radioaktive Verschmutzung immer größer und immer mächtiger geworden ist. Und tatsächlich wird im Originalskript dieses Tier nicht einfach nur The Queen genannt, sondern ich werde es jetzt hier nicht erwähnen, aufgrund, weil YouTube das glaube ich nicht mag, aber dieses Tier wird wirklich im Originalskript genannt. Es reimt sich auf The Queen Glitch.
wenn ihr versteht, was ich meine. Also, das wird wirklich im Skript so geschrieben, was eben darauf hinweisen soll, dass dieses Tier einfach nur ein pures Monster ist. Während Godzilla ja selber eigentlich noch, naja, eher nett war, solange bis er halt abgeknallt wurde und dann gegen die Menschen gegangen ist. Was jetzt passiert, könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken. Nick hätte das Militär davon überzeugen sollen, dass es nur einen einzigen Weg gibt, dieser Gefahr Herr zu werden. Nämlich Zilla Junior müsste jetzt befreit werden und da das Tier Nick vertraut, wäre Nick zusammen mit seiner Gruppe von Wissenschaftlern und eben Zilla Junior und einer ganzen Mannschaft von Armeebooten nach Australien gefahren. Dort hätten wir dann eben einen gewaltigen Kampf mit Godzilla und eben dem Militär und auch diesen Insekten-Kaiju sehen sollen. Das Szenario stelle ich mir relativ cool vor, gerade dass wir jetzt dann auch wirklich wieder den Moment haben, wo dann das Militär zusammen mit Godzilla Junior kämpft und dann ebenfalls auch noch Nick und seine ganze Forschertruppe mit seiner Freundin und den ganzen. Und irgendwie muss ich da so ein bisschen an Godzilla von 2014 denken, wo dann eben ja auch dann später in King of the Monsters dann das Militär Godzilla geholfen hat, gegen den Widersacher vorzugehen. Der Film hätte ursprünglich dann damit enden sollen, dass Nick herausgefunden hätte, dass diese gesamten Insektenwesen, von denen man zuerst ausgegangen ist, dass die alle ebenfalls einfach mutierte Insekten sind, dass die allerdings von einer großen Queen abstammen. Diese Queen hätte dann im dritten Film in Roland Emmerichs Trilogie den großen Hauptbösewicht darstellen sollen. Und jetzt kommt's, passt auf, wir kommen nicht an Destroyer vorbei. Das ist so ein Ding irgendwie, den wir anscheinend fast in Roland Emmerichs Geschichte gesehen hätten. Denn auch dieses mutierte Insekten-Etwas hätte natürlich noch einen andersgeschlechtlichen Partner gebraucht und das wäre dann ebenfalls im dritten Teil vorgefallen und wir hätten gesehen, wie die beiden eine Art von Metamorphose zusammen eingehen, um dann noch einen wesentlich größeren Kaiju zu bilden. Es muss nicht zwingend sein, dass man hier so ein bisschen auf Destroyer angespielt hat. Ich meine, Destroyer war auch kein Insekt, der war ja ein Gebilde aus Urzeitkrebsen, die dann mutiert sind. Aber irgendwie habe ich da so ein Gefühl gehabt, dass man hier vielleicht darauf ein bisschen anspielen sollte oder wollte. Wenn ihr euch jetzt fragt, ist aber auch vielleicht bekannt, ob Godzilla am Ende der Trilogie hätte sterben sollen? Auch das ist ebenfalls bekannt und die Antwort hierauf ist nein. Godzilla hätte am Ende dieser Trilogie nicht sterben sollen. Er hätte einfach ganz romantisch im Sonnenuntergang im Wasser verschwinden sollen, nachdem die Bedrohung jetzt eben eliminiert wurde. Die Menschen hätten daraufhin Godzilla nicht mehr als einen Feind, sondern mehr als einen Verbündeten gesehen und die Trilogie wäre damit abgeschlossen. Das war jetzt hier die ganz grobe Zusammenfassung dieser Trilogie, die uns eben hätte erwarten sollen. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey Tobi, ich habe Bock wirklich noch genau zu wissen, was da abgegangen wäre, dann schaut entweder mal wirklich in die Beschreibung unten rein, in die Quellen. Da habe ich euch die drei verschiedenen Filmakte aufgelistet, die wirklich so hätten eigentlich vorkommen sollen. Oder ihr sagt einfach, nee, ich habe da keine Lust drauf zu lesen. Tu mir doch mal den Gefallen, Tobi, und mach einfach mal ein Video, wo du wirklich jeden der drei Akte komplett auseinander nimmst und mit uns besprichst. Gerne können wir das auch einfach mal in einem Livestream machen. Das wäre, glaube ich, auch ganz angenehm, dass wir uns einfach mal live über Roland Emmerichs Godzilla-Trilogie unterhalten. Und wir übersetzen einfach dann eben live das, was in diesem Drehbuch, in diesen verschiedenen Akten drin stand. Lasst mich euer Interesse daran auf jeden Fall in den Kommentaren unten wissen und schreibt mir alle eure Gedanken zu dem Thema unten in die Kommentare rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.